Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist ja in der Tat so, dass Deutschland ein starkes Land ist. Und wir zeigen dies ja nicht nur in den Haushaltszahlen, sondern die Wirtschaft boomt, die Wachstumsprognosen sind positiv, die Beschäftigung ist auf einem Höchststand seit 25 Jahren. Und wir haben weltweit eines der besten Sozialsysteme. Und wir machen, ja, keine neuen Schulden und investieren gleichzeitig auf Rekordniveau. Das ist natürlich auch die Bilanz von 13 Jahren Unionsregierung, 13 Jahre christlich-sozialer Politik in Deutschland. Diese Stärke verpflichtet. Sie verpflichtet in hohem Maße, und zwar dazu, dass dieser wirtschaftliche Erfolg auch allen Menschen in Deutschland zugutekommt. Alle müssen und sollen profitieren von dieser wirtschaftlichen Stärke. Das verpflichtet uns dazu, dass wir Familien unterstützen, für gute Renten sorgen, ein Alter in Würde ermöglichen, Investitionen sichern. Das verpflichtet uns natürlich auch zu humanitärer Verantwortung für diejenigen, die wirklich verfolgt sind und Hilfe benötigen. Das verpflichtet uns dazu, dass wir dafür sorgen, dass alle teilhaben können an Wohlstand in unserem Land. Und dieser Haushaltsentwurf wird dem in weiten Teilen auch gerecht. Es ist ein Haushalt der Stärke, der unsere Erfolge übrigens in vielen Bereichen weiter fortschreibt. Aber ich sage auch hier klar, ein Haushalt dieses Stärke, der verpflichtet auch dazu, dass man in diesem Land frei und sicher leben können muss. Das heißt, ein Rechtsstaat ohne Abstriche muss Geltung haben, sozialer Zusammenhalt muss gestärkt werden. Beides ist, und das hat diese Debatte ja gerade gezeigt, gleichermaßen herausgefordert. Und deswegen darf ich schon mal meine Verwunderung auch zum Ausdruck bringen, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Empörung über die Empörten stärker formuliert wird als über die Empörung über eine schreckliche Bluttat, die stattgefunden hat, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass diese Tat auch mit aller Härte des Rechts verfolgt und bestraft wird. Und ich habe Verständnis dafür, dass solche Taten in unserem Land auch zu Empörung führen. Und es ist selbstverständlich, dass Menschen dieser Empörung Ausdruck verleihen. Es ist aber genauso selbstverständlich, dass dieser Ausdruck der Empörung den Regeln unseres Rechtsstaats, die Regeln unseres Rechtsstaats einzuhalten hat. Das, was an radikaler Hetze, Hitlergruß-Anschlag auf jüdisches Lokal zu sehen war, das darf keinen Millimeter Platz haben. Dem stellen wir uns natürlich entgegen, und zwar hier politisch und auch mit allen Mitteln des Rechtsstaats. Herr Bartsch, ich habe sehr deutlich bei Ihnen zugehört, indem Sie in Ihrer Rede doch mehr als deutlich darstellen wollten, dass die Migrations- und Flüchtlingsfragen in den vergangenen 3 Jahren ganz offensichtlich nicht die Grundlage von einer Vielzahl von Problemen seien. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was wir seit 3 Jahren auch gerade politisch an Beschäftigung mit dem Thema Flucht, Fluchtursachenbekämpfung, Migration, Integration in diesem Land erleben, ist ein wesentlicher Teil der Problemaufarbeitung. Und Sie können einfach mal in Ihre politische Landschaft hineinschauen. Keiner kann heute beschreiben, dass auch die politischen Parteien und das politische System in Deutschland maßgeblich ergriffen ist von der Frage Migration, Flucht und Integration. In Ihrer Partei direkt findet gerade die
das Entstehen einer sogenannten Sammelbewegung statt mit Unterstützung von Teilen der SPD und der Grünen. Ich glaube nicht, dass das eine Sammelbewegung ist. Das ist gar keine Bewegung. Das ist ein Sammelbecken für linke Sektierer. Aber es ist organisiert aus Ihrer Partei, von Sarah Wagenknecht, und zwar auf genau der Grundlage von Migration, Flucht und Vertreibung und der Debatte und der Probleme, die damit zu tun haben, meine Damen und Herren. Ja, man kann das auch, wie es Katrin Göring-Eckert beschrieben hat, schlichtweg als Fakt bezeichnen, Migration als Fakt. Liebe Kollegin Göring-Eckert, das zu vergleichen und in eine Linie zu stellen mit der Wiedervereinigung und der Digitalisierung, das halte ich für einen ausgesprochen gewagten Vergleich. Wir sind dabei, dass wir die Migrationsbewegungen der Welt da unterstützen, wo wir dafür sorgen können, dass wir Flucht und Vertreibung verhindern, Fluchtursachen bekämpfen, aber auch dafür sorgen, dass Recht und Ordnung bei der Zuwanderung herrscht. Ich habe das Gefühl, wenn man Ihnen genau zuhört, dann geht es Ihnen weniger darum, Recht und Ordnung durchzusetzen, gleichzeitig mit Humanität, sondern Sie wollen mit Ihren Elementen, wie zum Beispiel der Untergrenze für Zuwanderung, schlichtweg Fakten schaffen in diesem Land. Wir wollen aber Recht und Ordnung und keine falschen Fakten schaffen. Und gerade wegen diesen großen Herausforderungen, über die wir wichtige und notwendige Debatten ja auch führen, muss auch immer sehr klar werden, dass wir Deutschland nicht nur begreifen als ein Land, das aus politischen Rändern besteht. Deutschland ist ein Land, das vor allem aus einer Mitte, aus einer politischen Mitte besteht. Millionen Menschen, die jeden Tag morgen aufstehen, in die Arbeit gehen, Millionen an jungen Menschen, die Familien gründen und Kinder großziehen, Unternehmer und Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, die dürfen ja nicht in den politischen Debatten zur vergessenen Mitte mehr werden, sondern die müssen im Zentrum unserer Politik stehen. Und die Entlastung dieser Bürger und die Teilhabe am Wohlstand, das ist das Zentrum auch unserer Politik, und das findet sich auch in diesem Haushalt wieder. Da geht es um die Entlastung. Und diese Entlastung ist dann möglich, wenn wir solide Finanzen haben, Rekordsteuereinnahmen haben, wenn wir Möglichkeiten haben, denen etwas zurückzugeben, die dies auch erwirtschaftet haben. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, solide Finanzen bedeutet nicht, Rekordsteuereinnahmen zu horten. Solide Finanzen bedeutet, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Entlastungen im Gleichgewicht zu halten. Und diese Balance, dieses Gleichgewicht ist noch nicht hergestellt. Ich will deutlich sagen, wer bei den Überschüssen, die wir zu verzeichnen haben, meint, er könnte den Bürgerinnen und Bürgern Entlastungen verweigern, der handelt nicht solide, sondern der handelt leistungsfeindlich. Wir wollen aber Leistungsgerechtigkeit in diesem Land haben, und das muss auch bei der Steuer und der Entlastung sichtbar werden. Ja, wir haben das umgesetzt bei der Arbeitslosenversicherung und der Absenkung um 6 Milliarden Euro. Bei der kalten Progression und der Bekämpfung, bei der Herstellung der paritätischen Krankenversicherung, bei der jetzt geplanten Abschaffung des Solidaritätsbeitrages mit seiner ersten Stufe 10 Milliarden Euro, die Hälfte des Gesamtvolumens. Und ich bin schon in der Tat etwas überrascht, wie da auch politisch damit umgegangen und diskutiert wird, wenn man Überschüsse hat. Wenn die Steuereinnahmen im Rekord zu verzeichnen sind, dann muss man doch auch darüber reden, an welcher Stelle kann man zusätzlich Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger durchsetzen. Und wenn wir darüber reden, dass es kein Tabu sein darf,
über die komplette Abschaffung des Soli zu reden, dann sagen uns die Grünen beispielsweise mit ihrer finanzpolitischen Sprecherin, es wäre ein Steuergeschenk für die Reichen und Besserverdienenden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Situation mal anschaut, ich unterstelle mal, dass Sie nicht grundsätzlich bei der Entlastung durch den Soli gemeint haben, dass allejenigen, die davon profitieren, zu den Reichen und Besserverdienenden gehören. Möglicherweise missverständlich formuliert. Aber wenn Sie den ersten Teil der Entlastung vielleicht mit 10 Milliarden Euro noch mitgehen, dann haben Sie zumindest den zweiten Teil, die nächsten 10 Milliarden Euro für eine Komplettentlastung der Bevölkerung beim Soli, die ab einer Grenze von 60.000 Euro Einkommen stattfindet, dann haben Sie zumindest diejenigen gemeint und beim besten Willen, jemand, der 60.000 Euro in diesem Land verdient, der gehört nicht zu den Reichen und Besserverdienenden. Das ist die politische Mitte der Gesellschaft, die wir entlasten wollen. Und deswegen muss der Soli auf dem Prüfstand. Der Soli gehört nicht in die Gehaltsabrechnung der Menschen. Er gehört ins Geschichtsbuch dieses Landes. Und deswegen arbeiten wir auch weiterhin an dieser Entlastung und an der Unterstützung der Familien. Kindergelderhöhung wurden angesprochen. Baukindergeld wurde angesprochen. Es gibt übrigens auch Bundesländer, die weit noch darüber hinausgehen, was der Bund leisten kann. Bayern gehört da dazu. Beim Pflegegeld, das zusätzlich in Bayern bezahlt wird, hat der Bundesarbeitsminister inzwischen erkannt, dass dies auch allen zugutekommen soll, unabhängig vom Einkommen. Das ist eine richtige Einsicht. So ist das Pflegegeld auch konzipiert. Ich verstehe nur nicht ganz, warum beim bayerischen Familiengeld von 250 Euro im Monat für jede Familie mit Kind, dass er da zu der Einschätzung kommt, dass dies nicht allen zugutekommen soll, sondern dass es gerade denjenigen, die am wenigsten haben, im Monat zur Verfügung vorenthalten werden soll. Sehr verehrter Bundesarbeitsminister, das ist nicht meine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit. Überprüfen Sie mal, ob Sie da nicht genau die Falschen treffen mit Ihrer Politik. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich rede offen. Sehr geehrte Damen und Herren, und wir haben eine ganze Reihe von Vorkehrungen in diesem Haushalt getroffen, um auch dafür zu sorgen, dass unsere Bereitschaft, uns weltweit zu engagieren, zum Ausdruck kommt. Das 2-Prozent-Ziel wurde erwähnt, das 2-Prozent-Ziel der NATO, das durch einen nur erheblichen Aufwuchs auch unserer Verteidigungsausgaben zu erreichen ist. Ich bin überrascht, dass sich jetzt der eine oder andere von diesem 2-Prozent-Ziel entfernen will. Wir haben das gemeinsam vereinbart in einer internationalen Allianz in der NATO. Wir erwarten, dass dieses 2-Prozent-Ziel auch eingehalten werden wird. Dazu gehört der feste Wille, den Aufwuchs im Verteidigungsetat zu leisten. Da ist eine Menge drin jetzt im Haushalt. Es muss aber deutlich nachgebessert werden, wenn wir unsere Bündnisverpflichtung in der Welt auch einhalten wollen. Mein und unser Wille ist das, und deswegen werden die Haushaltsberatungen zeigen, dass aus diesen erwähnten Finanzmitteln, die Volker Kauder angesprochen hat, diese angebliche globale Mehrausgabe, die mir bisher ehrlich gesagt in der Vergangenheit nie untergekommen ist, was die eigentlich bedeuten soll. Aber es ist eine Mehrausgabe für Investitionen, über die der Deutsche Bundestag entscheiden wird und ansonsten niemand. Und wir wollen, dass der Verteidigungshaushalt auch genau an diesen Investitionen profitiert, meine Damen und Herren. Das in Kombination mit einer weiteren Stärkung der Investitionen bei der Entwicklungszusammenarbeit im Haushalt vom Minister Gerd Müller. Das sind die Aufgaben, die wir jetzt schultern wollen in der weiteren Beratung des Bundeshaushalts im Parlament. Ich kann nur sagen, in einem Haushalt mit diesen
Volumen und Möglichkeiten, die uns die hohen Steuereinnahmen bieten, kann es nur eine Botschaft geben. Die Nettofrage muss wieder oben auf die Agenda. Mehr Netto vom Brutto, das muss die Losung für unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sein. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege Erhard Gründl, Bündnis 90 Die Grünen.